Ja, hey Leute, und hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem neuen Tutorial. Nein, es ist kein Tutorial, es ist eher so ein Let's Test. Und zwar testen wir hier gerade mal was. Und zwar kam immer wieder die Nachricht: Eddie, welches Imbue benutzt du? Wieso benutzt du Ice Imbue? Was da los? Und ich habe das halt immer wieder erklärt, ne, dass ich sage, Damage-Unterschied ist nicht vorhanden. So, und das wollen wir jetzt hier gemeinsam mal testen. Ich habe jetzt hier Feuer im View, ja? Wir müssen uns das ein bisschen aufschreiben. Wir müssen so ein bisschen gucken, was wir für Damage haben. Ich habe jetzt Feuer im View drin. Okay, das hat Damage Defense genommen. Wir machen auch mal unser Dress raus. So. Ich habe auch keinen, ich habe sonst auch hier keinen Buff oder so drin für Damage oder so. Das ist halt wirklich nur im View. Und Lightning Nuke. Ich mache immer denselben Nuke. 23.000. Ja. Machen wir nochmal. 24.000. Oh, hier ein paar Diamanten, das ist gut. Weil die haben keine unterschiedliche Defense, ne? Nur, dass ihr es wisst. 23.000 und Party Champion sogar. Das ist sehr gut, da können wir viel Damage dran testen. 24.000. Oh. Den möchte ich nebenbei töten. Sorry, Freunde, aber das muss sein. Sowas kann ich mir nicht entgehen lassen. Boom. Sorry, das musste einmal ganz kurz sein. Hier haben wir aber weiterhin unser Party-Champion. So, also wir waren bei 24.000 maximal. 22.000. Es ist immer derselbe Nuke. 24.000. Wir machen mehrere Angriffe, ja? Dann nicht, dass nachher irgendwelche Zweifel kommen. 24.000. 24.000. Und 23.000. 24.000. Wir ziehen das ganze Ding noch länger durch. Ihr werdet sehen. 24.000. Wichtig. Ist wichtig so für die ja, Glaubwürdigkeit. 23.000. 24.000. Also es beläuft sich gerade alles von 22.000 bis 24.000. Aber größter Teil sind so eigentlich durchschnittlich so 24.000. 24.000. Und noch einmal. 24.000. Jetzt switchen wir. Also ich habe überall dasselbe, ne? Also hier Level 10er, hier Level 10, hier Level 10. Also es ist alles imbue-mäßig alles auf dem gleichen Level hochgeskillt. Wir nehmen hier mal das Party Monster. Lightning Imbue. 24.000. 24.000. Dauert ein bisschen, Freunde, es tut mir leid, aber nur so kriegen wir ein gutes Ergebnis. 23.000. Aber 23.900. 23.000. 24.000. Wir killen das Monster jetzt noch. 23.000. 23.000. Und noch einmal. 23.000. So, jetzt gehen wir auf Ice Imbue. Du kommst direkt wieder ein Party-Monster. Das ist besser. Ich habe das nämlich eben, bevor ich das Video aufgenommen habe, schon ein bisschen getestet hier alles. Und das ist echt am praktischsten mit so einem Party-Monster. Dann muss man nicht so hin und her laufen und alles. 24.000. 23.900. 24.000. 22.800. Hatten wir aber beim Fire Nuke ja auch gerade, um es mal ganz kurz zu sagen. 23.000. Ich ziehe diesen Damage-Test hier durch. 23.500. 21.800. Gut, das war der loweste Wert. 23.700. So, also Freunde, um jetzt mal den Damage-Test damit
hoffentlich ein für alle Mal beendet zu haben. Jeder Nuke, ich hatte das eben bei dem Test vorher auch schon, vielleicht haben wir das jetzt hier nebenbei auch mal, ich mache mal den Feuer-Nuke rein. Ich hatte eben beim Testen, hatte ich auch schon, dass ich mit dem Feuer-Nuke sogar mal 20.000 nur gemacht habe. Genauso auch mit dem Lightning-Nuke. Ja, es ist halt, der Damage ist komplett unerheblich voneinander. Also jetzt war das Feuer-Nuke 22.000 gerade gewesen. Feuer-Imbue meine ich, sorry. Der Damage von Imbue ist, das ist irrelevant, das ist unerheblich. Hier 22.000 auch wieder. Also dieser Unterschied, wenn überhaupt einer vorhanden sein sollte, beläuft sich bei in so einem unheimlich geringen, wirklich unheimlich geringen Wert, dass man es eigentlich gar nicht als Damage-Unterschied werten dürfte. Ja, 21.000 Freunde, Feuernuke, 21.000. Es ist kein Damage-Unterschied da. Ne? Also nur, dass ihr es gerade seht, jetzt auch 22.000. Also es ist einfach wirklich kein Damage-Unterschied da. Also ich habe gerade 21.000 mit dem Feuernuke gemacht. Genau dasselbe wie mit dem Eisnuke, also der niedrigste Wert. Und das, und jetzt haltet euch fest, der hier hat 603 bis 1004. Der hier hat 492 bis 738, viel weniger von der Zahl her. Aber der Damage ist nicht vorhanden vom Unter, also da ist kein Damage-Unterschied vorhanden. Wenn überhaupt, wirklich, dann ist der so unfassbar, unfassbar minimal, dass man den eigentlich nur bei 100 Angriffen auf die Zahl genau messen könnte. Man kann den aber nicht so, wie wir es jetzt gerade machen, dann wirklich messen, weil dafür ist der Unterschied zu gering. Also, wenn überhaupt. Das, was die Imbues haben, ist, der Feuer-Nuke macht Feuer-Damage. Dass er also Burn-Status macht und die Monster dabei die ganze Zeit ein bisschen HP verlieren. Lohnt sich selten, aber kann sich lohnen. Der Lightning-Imbue, der streut sein Damage. Das Ding ist, auch wenn ich Debuff-Angriffe mache auf ein Monster, kann durch den Lightning-Imbue der Debuff auch auf die Monster da drum herum übersprühen. Das macht den Lightning-Nuke gerade dann sinnvoll und hilfreich, wenn ich gegen viele Monster kämpfe, die ich gut besiegen kann. Genau. Und der Ice-Imbue, der hat den besonderen Effekt, dass er halt einfriert. Und das ist immer dann gut, wenn ich gegen Monster kämpfe, die stark sind. Wirklich sehr, sehr stark sind für mich. Hier, Lightning-Imbue hat jetzt auch einmal 21.000 Damage gemacht. Hier nochmal. Also Feuer, Eis und Lightning haben alle mal 21.000 Damage gemacht, haben aber auch alle 24.000 Damage gemacht. Und die Häufigkeit, die kann man wie gesagt so nicht messen. Also ja, also ich hoffe, ich habe hiermit gerade das eigentlich ein für alle Mal beendet, diese Diskussion. Ja, genau. Und in dem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch allen ein hoffentlich Imbue-entscheidungsfreies weitere Zockenerlebnis. Macht euch da keinen Kopf. Guckt einfach, welchen Effekt braucht ihr. Ich habe, Fire habe ich jetzt nur für diesen Test geskillt. Ich habe immer Ice und Lightning, habe ich beide da, weil ich je nach Situation einfach unterschiedlich gut damit, unterschiedliche Sachen machen kann. Und in dem Sinne, liebe Leute, Ich hoffe, das Thema ist damit wirklich zu Ende. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ich habe mit allen Angriffen 24.000 gemacht, mit allen Angriffen aber auch 21 in meinen Tests, die ich vorher schon gemacht habe, wo ich zig Monster gekillt habe, habe ich mit allen auch schon mal 20.000, sogar mal 19.000 gemacht, aber das ganz, ganz selten. Aber meistens alles so um die 21.000 bis 24.000 Damage habe ich bei allen ziemlich gleich oft gehabt. 10 Minuten Video, nur um euch Imbue-Testkram zu zeigen, Freunde. Ich hoffe, es ist jetzt klar. Es gibt keinen wirklich echten Unterschied. Und in dem Sinne, Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.